was ist das für ein Fahrzeug? Richtig geiles Ding. Neu eingetroffen in Leben ist ein M4 Coupé als Competition aus dem Baujahr 2017. Somit ist das der ohne OPF, sage und schreibe 450 PS aus zweiter Hand, ist eine deutsche Erstauslieferung. Und jetzt haltet euch fest, erst 23.000 gelaufen. Wir sind gerade am Saubermachen, gleich kommen die Fotos drauf. Aber komm, gucken wir das Fahrzeug jetzt einmal im Detail an. Ja, Competition mit 450 PS, unfallfrei ist er. Carbon-Dach haben wir. Wir haben die wunderschönen Competition-Sitze und ja, hervorragender Klang mit Head-Up-Display. Wir haben hier den 3-Liter-Maschine mit 450 PS. Hat einen Neuwagenpreis von knapp 95.000 Euro gekostet. Wir können auch kurz einen Soundcheck machen. Ich gebe einmal das Mikrofon rüber. Also der hört sich wirklich echt brutal an. Die Fahrzeuge wurden über die letzten Jahre wirklich immer teurer und teurer. So. Ja, der Pflegezustand ist wirklich, muss man wohl sagen, sehr, sehr gepflegt. Auch im Innenraum kaum Gebrauchsspuren zu sehen. Wirklich Nichtraucherfahrzeug, ist kein US-Modell oder ähnliches. Aus zweiter Hand, deutsche Erstauslieferung. Sehr, sehr wertstabil auf jeden Fall. Wir haben den gestern neu reingekriegt. Und da haben wir unseren Manpower. Was soll er kosten? 57.850 Euro. Zweite Hand, deutsches Modell, unfallfrei. Erst 23.000 gelaufen, steht nicht im Kundenauftrag. Das Angebot sollst du auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, wir bieten weiterhin die 0% Finanzierung über die Santander an. Und wir nehmen auch dein altes Fahrzeug auch als Inzahlungnahme zu fairen Preisen auf. Und wenn du das Fahrzeug nicht bezahlen kannst und 7-Sitzer suchst, unter 4.000 Euro ist ein Mazda 5 mit knapp 150.000 Kilometer Laufleistung. 7-Sitzer kommt als nächstes ran. Also für ein kleines Portemonnaie haben wir auch was da, ist eine Inzahlungnahme. Das Angebot sollst du dir auch nicht entgehen lassen. Ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschalten. Und falls du von You4You-Page kommst, fehlt noch ein kleines bisschen auf die 200.000 Follower. Lass doch Liebe da und ein Follow da. Dankeschön. Hammer.